Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Bindelbach, wieder mit dem Leo heute. Hi, na? Der Leo holt jetzt gerade den Anhänger und zeigt uns dann gleich, wie er mit dem rückwärts hier reinfährt. Rückwärts. Was? Vorwärts. Vorwärts, okay. Wir haben gestern angefangen, Maisballen zu pressen tatsächlich. Ja, wir müssen jetzt, das System ist noch nicht ganz ausgereift. Ich muss erstmal wegfahren hier, glaube ich. Oh, hoppla. Zaun ist im Weg, Zaun ist im Weg. Ja, es ist nur Maschendrahtzaun, der ist, ja. Geht. So, ich fahre jetzt hier mal weg, Leo. Jo, du fährst jetzt da weg. Und ich werde jetzt hier wenden. Ja. Das gucken wir uns jetzt an. Hat sich den kleinsten Trecker natürlich dafür genommen, ne? Ja, ich bin nicht dumm. So, jetzt hier. Und jetzt musst du meine, ne? Alter, das Ding hat sogar eine Anzeige. Wie geil ist das denn? Das ist cool. Oh, oh ja, ja. Komm, vergiss es. Vergiss es einfach. Leo, das geht doch, hast du jetzt mir gerade erklärt. Ja, das geht auch. No! Don't do this! ganz ruhig jetzt hier. Wir sind hier gerade nämlich, falls das nicht aufgefallen ist, in einem Fahrsilo innen drin. Das ja, heißt, ich weiß. Wir dürfen jetzt keine rückartigen Bewegungen machen. Keine falschen Sachen machen jetzt hier. Alter, der Case pumpt sich einen runter hier. Ja, Leo, ja, noch ein Stück, ja. Du musst ruhig sein, der Leo muss sich konzentrieren. Ah, du musst dich nochmal konzentrieren. Wenn du das ein paar Mal nur machst, ne? Ja, ja. Falsche Richtung! Leo, ich hab Zeit. Help. Heute ist ja schon Freitag, also wir haben Zeit. Okay, cool. Das ist diese scheiß Fliegenüberladestation. Ah, du musst genau die Mitte treffen. Stopp, nicht schieben. Wenn du schiebst, machst das ganze System kaputt. Du musst doch mal vorfahren, Leo, das nützt nichts, glaube ich. Das ist aber bei mir ziemlich die Mitte gewesen. Ja? Ja. Kann auskippen. Nein. Also die ist aber auch so. Gerade so platziert, ne? Hast du sie zurückgeschoben? Nein. Die schiebt sich selber zurück. Ja, wenn du drauf fährst. Ah ja. Ich mach mal das hier weg, das brauchen wir nicht. Ja, Leon, ja. Ich glaube, ich muss andersrum einlenken. Zapfwelle läuft. Sieht nicht so schlecht aus, Leo. Haben wir den Server zwischenzeitlich mal neu gestartet? Nee. Nee, da kommt kein Trigger, Werner. Lass mich mal. Du musst vielleicht noch. Lass mal den Meister machen. Ja, bitte mach. Wenn du meinst, du kannst das besser. Dann gleich klappt bei dem beim ersten Mal, ne? Nicht natürlich. Aber hast du den Autostack gekauft? Nee. Ich mach das mal eben. Jeder weiß, wie der Autostack aussieht, von daher. Das kann kein Geheimnis sein. Nee. Aber setzt er nicht zurück? Nee? Ja, Lande geht auf der Überladestation. Jetzt hast du ihn gerade gekauft, ne? Ja, hab ich. Haben wir noch irgendwas? Den Ferguson schnapp ich mir dann eben. Definiere irgend. Ja, okay. Der ist am schnellsten. Es kippt nicht aus, Leo. Ja, das. Leo, kippt nicht aus. Ich habe mir das doch gerade gesagt. Ich hatte noch eine Idee, aber die wird dir nicht gefallen. Ja, schließ los. In den Silo und dann mit dem Teleskoplader reinschaufeln. Haben wir nicht einen Radlader gekauft? Nee, den wollten wir kaufen, haben aber nicht vollzogen. Okay. Nee, er nimmt es nicht, ne? Benner, ich habe eine Alternatividee, die wird dir aber auch nicht gefallen. Ja. Wir nehmen das Förderband. Ja, Alter, ich schieb das Ding immer noch weiter zurück. Ja, es geht nicht. Ich kann nicht, Eben. Und mit dem Förderband? Ja, jetzt. Achso, nee, das war. Okay. Das war die falsche Straße. Scheiße. Hat er nicht gesagt, ne? Irgendwo ein Gebüsch? Wow. Mal kurz. Ich muss mich mal kurz entleeren. Muss ich mal erleichtern? Ja. Kommt noch ein Stück? Kommt gleich noch. 2 Kilometer zum Zaun hin. Kann das sein, dass durch das Speichern, das ich jetzt vorher gerade gemacht habe, das aus ist? Das dürfte eigentlich nicht. Eigentlich ist es, wenn sich jemand Neues verbindet oder wenn du den Server neu startest. Aber das haben wir alles nicht gemacht, eigentlich. Also das mit dem Fliegel ging instant, ne? Aber das hier geht leider gar nicht. Wir fahren jetzt nochmal ganz nach links und dann habe ich aber jeder Stelle probiert, sage ich jetzt einfach mal. Aber das mit dem Maisball ist schon eine geile Sache. Aber ne, es geht natürlich, ist das sehr, sehr umständlich, was wir hier machen, aber es ist einfach cooler. Nee, er nimmt das nicht, das Ding, ne?
Oder muss ich da irgendwas kalibrieren oder so ein Kack? Nö, ich könnte das ja auf dem Dings auch sofort auskippen. Ja, eben. Im Fahrsilo. Plane schließen, Taste 16. Ne, das kann es ja nicht sein eigentlich. Hm. Aktive Seite links, was ist das hier? Ne, oder? War das jetzt? Ne, da war nicht, oder? Werner, wir haben. Werner, du bist auch ein Chewbacca, ne? Warum denn? Wir haben hier links daneben so eine riesige große Wiese, wo viel Platz ist. Wo denn? Ah ja, auf der 10. Okay. Hätten wir das alles nur aufbauen können, ja. Platz zum Wenden. Nein, denn dann muss das alles auf den vollgepackten Hufen rein. Okay, ja, wir machen das jetzt so. Hat er den Autostack gekauft, ne? Da kennt er nichts. Wollen wir das auf die Wiese verlegen? Ich hab keine. Es rutscht alles weg hier. Das ist leider das, wo. Du kannst auch nicht fahren damit, ne? Nein, oh! Ich kann überhaupt nicht fahren. Tut mir leid. Wobei, die ist perfekt. But me. Ja, kann ich jetzt so weit, mal. Ganz so weit würde ich jetzt auch nicht gehen, Männer. Gehört die Wiese. Die Wiese gehört uns. So, passt. Ich fahre den jetzt erstmal hier hin, ne? So, wir haben ja überall Trecker dran. So, ich pack den jetzt zusammen. Ich schmier die gar. Okay, wir könnten den Cantana vielleicht mal ein bisschen zur Seite fahren. Das steht da. Ja, Cantana steht minimal im Weg. Etwas ungünstig. 4, 5. Ungünstig. So, das passt. Dann machen wir schon mal weg. Es liegen zwar 2, 3 Ballen schon hier, aber das ist ja egal. Das kann ich ja gleich einsammeln. Mich wundert ja wirklich, dass der John Deere das packt, ne? Mit der Überladestation, also. Das wundert mich schon. Das ist so viel Aufwand, das Feld ist gleich fertig, ne? Aber ist egal. Wir können ja nach Glas wechseln. Das stimmt, aber da bauen wir das gerade alles auf. Ja, wir können es ja schon verschieben. Ja, klar! Du kannst es ja mittlerweile alles. Ja, ja. Wie es geht. Weißt du was? Ich baue das einfach hier auf. Was hältst du denn davon? Alles, was der Männer macht, ist eine gute Idee. Das ist so. So, kann man das aufklappen? Jo, kann ich. Handbremse rein diesmal. Oh, Motor muss aber anbleiben. So, Leo, ich mache jetzt das Überladen aktivieren mit der Taste 10. Zack. Und das Anschalten mit der Taste 4. Hat er gemacht? Hat er gemacht. Haben wir jetzt noch irgendwas, was übrig? Da ist der Katana. Das ist. Ah ja, genau. Jetzt nehmen wir das hier. Was willst du jetzt machen? Fährst du hinten rückwärts ran so? Okay. Jetzt müssen wir das genau anders machen, Leo. Das heißt jetzt genau. Okay, wir müssen das nochmal umdrehen. Alter, das wird ein Masterplan. Das wird ein Masterplan. So. Das muss nämlich so, weil hinten haben wir mehr Platz für die, ne? Passt das so? Ich glaube schon. Lassen wir mal so. Dann nehmen wir den hier. Also es ist wie in Minecraft. Du baust ja gerade die ganzen Produktionsstätten zusammen. Macht er das automatisch? Glaube ich schon. Boah, jetzt hast du dir aber was vorgenommen, ne? Was denn? Was meckerst du schon wieder rum? Nix, alles gut. Ich habe doch eh gerade nichts zu tun. Kann ich auch mal nochmal probieren, da reinzufahren. Nimmt er das nicht? Ich habe das aber gesehen, dass er das genommen hat. Lass es einfach mal hier so stehen. So, jetzt gucken wir mal. Sollte eigentlich passen. Oder kann er nach hinten nicht auskippen? Doch, kann er. Das kann er auf alle Fälle, Leo. Nee, da tut sich nichts. Da tut sich nichts. Lass mal das Förderband holen. Ja. Hast du noch einen Träger frei? Nö. Wo steht denn das Gedöns? Aber können wir den Fliegelträger nehmen? Fliegelträger? Ja, der am Fliegel dran war. Der John Deere. Der John Deere muss da bleiben. Warum? Ja, weil die Station betrieben werden muss. Wir nehmen jetzt die. Ach, Werner, du bist ein. Wir machen jetzt hierhin das Förderband. Hierhin das Förderband. Und das Förderband wird deine Silageballenpresse ersetzen.
Ah, deine Überladestation ist. Achso, ja gut, dann mach das so. Der Leo wieder, ne? Ein Schlingel. Ist ja. Okay. Hier können wir nichts ändern. Ja, gut. Alter, hat er nicht gemacht, ne? Was denn? Quer und Hof fetzen, ey. Da kennt er nichts. Jetzt aber mal. Ah, okay. Was soll ich jetzt schöner machen? Nein, schon gut, Kinder. Nee, bloß den werde ich nicht überfordern. Alter, 22% hat er schon. Geil. Schaffst du das, Leo? Willst du das machen, Werner? Nee, du hast es da reingestellt. Ich habe das nicht da reingestellt. Willst du das machen, Werner? Mach es gerne. Ich habe das vollste Vertrauen in dich. Hattest du nicht. Doch, ein bisschen schon. Werner ist schon ein netter Mensch. Ja. Ich gucke mir jetzt mal den Katana an. Der ist ja nicht schon cool, ne? Oh, er hat sogar IC. Konsole. Scheibenwischer? Geht. Türe? Geht. Noch was? Was ist denn das hier? Ist das eine neue Version von dem Ding? Was denn? Der hat sich auch für automatisch aufgeklappt gerade. Macht er immer. Okay. Der Leo, ne? Jetzt? Oh, lass ja den Getön stehen. Ich komm mal ran. Fährst du mal weg? Oh mein Gott. Ich glaube, wir müssen das sowieso anders machen, ne? Nee. Das hätte schon gepasst. Der muss da vorne dran. Wie willst du da wieder rauskommen, Leo? Will er ja gar nicht raus. Willst du das schief machen? Oder willst du das kürzere Teil von den Förderbändern nach links oder rechts drehen? Oder dann musst du das so machen? Ja, ach du, mach doch einfach nur die Kopfschuhe, ey. Und mit. Mach mal anders Ding. Müsste das hier eigentlich auch schräg abladen können, ne? Ich glaube, das ist angeschaltet. Ja, fahr noch ein Stück vor, hast du recht? Mach ich. Leo. Noch ein Stück? Nee. Das reicht mir. Nee. Aha, stopp. Du musst es. Es funzt nicht. Du musst es kalibrieren. Moment. Ich habe es kalibriert. Ich muss sie anschalten. Läuft. So. Kann man jetzt weitermachen hier? So. Lass mal gucken. Ah, das funktioniert besser. So, wir gucken mal, was der Autostack macht. Okay, das geht. Kommt da was raus oder eher nicht so? Das sieht mir nicht danach aus. Das ist so eine Scheiße, ne? Kommt da nichts mehr raus? Das ist so verbuggt alles. Das sagt mir unsere Anzeige nichts fehlerfrei bis jetzt, zumindest meine. Kommt nichts mehr raus. Hi, Dana. Gehst du bitte weg von meinem Oberschenkel? Sitzt am Schoß, ey. Ist das wieder nicht. Ja, das ist natürlich jetzt Kacke. Würde ich jetzt sagen. Weißt du was, Leo? Wir versuchen jetzt die Holzfäller-Methode. Hau dich in den Häcksler, wir fahren jetzt. Okay. Aber das hat doch funktioniert, du hast es doch ausgekriegt. Ja, so ist das. Ich weiß. Gut, wenn das jetzt die. Moment. Wir versuchen das jetzt einfach mal. Das ist nicht das, wie wir das machen werden. Nein, wir versuchen das ist einfach so. Nur. Einfach nur, um zu gucken, ob der noch generell funktioniert. Ich habe die Ballen jetzt mal rausgelassen. Diesen Premier sind da keine Ballen. Ich habe was drin. Okay, das ist gut. Jetzt geht er wieder, ne? Jetzt macht er wieder jetzt was. Geht er wieder. Ich habe die Ballen ausgeladen. Okay. Dann mach doch mal. Musst du denn wieder dahin fahren? Ja. Machen wir nur voll. Weiter. Mehr. Stopp. Läuft nicht so ganz beim Banner, habe ich das gefühlt. Doch, läuft. So, Moment. Leo, das klingt jetzt sehr falsch, aber ich lasse das jetzt hinten raus, ne? So. Ja, ich verstehe, wie du das meinst. So. Ja, hinten rauslassen, gesagt. So. Jetzt müsste man mal gucken. Eines muss ich noch testen. Das muss jetzt einfach sein. Ob der Autostack auch funktioniert. Moment. Alter, das hat mit LS15 nichts mehr zu tun, was ich hier mache. Ups.
Peps. Vor allem das Schlimmste ist, ich bin noch nicht einmal Katana gefahren. Jetzt wird's spannend, jetzt wird's spannend, jetzt wird's wirklich spannend. Ich hänge irgendwo fest. Mach das mal weg! Oh, ich funktioniert! Ja klar, funktioniert's. Hab ich dir gesagt. Sehr geil. Okay, Leo, wir müssen da nochmal an der Technik ein bisschen tüfteln. Ja, der Fliegel-Overloader kommt weg, weil er ist scheiße. Okay. Hat er gesagt. Ich habe das schon gesagt, aber ich sag das gerne nochmal, der ist scheiße. Aber das ist cool. Und das sieht echt gut aus. Das gefällt mir. Hast du gut gemacht, Jana. Okay, so. Leo, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Wir lassen das jetzt. Da ist noch was drin. Das müssen wir noch rausmachen, was hier drin ist. Hast du das vom Vorderband innen hier reingeladen? Ist auch so ein Genie, ne? Das könnte tatsächlich der Fall sein. Deswegen ist auch nichts an der Presse angekommen. Oh, kann das sein? Ja, sicher kann das sein. Das kann sein, ne? Nee, so, wir lassen sehr es geil. Jetzt. Sehr geil, sehr geil. Ja, okay. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Würde uns sehr freuen. Wir sehen uns nächste Woche wieder am Montag zu einer weiteren Folge auf der Bindelbach. Ne, Leo? Ja, bestimmt. Ja. Schönes Wochenende, bis dahin. Mach's gut. Ciao. Ciao.